I look rough. Ändern wir das jetzt mal, würde ich mal sagen. Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video auch wieder mit dabei seid. Und bevor irgendeine Gundula Gabi oder keine Ahnung wer auch immer getriggert sein sollte, es ist nur ein fast Full Face auf Catrice Cosmetics. Ich habe clickbaity-mäßig mal wieder im Titel gelogen, das kennt ihr von mir nicht anders. Aber fast Full Face auf Catrice Cosmetics heißt in dem Fall immer noch, dass wir all diese Produkte jetzt zusammen ausprobieren. Full Disclosure, ein Teil davon habe ich selbst gekauft, ein Teil davon habe ich in PR von Pirsch zugeschickt bekommen und ihr könnt auch mit meinem Code CONTRA15 auf alles bei Pirsch aktuell im Sortiment noch 15% Rabatt bekommen. Der Code ist affiliated, das wisst ihr. Der gilt aber trotzdem auch auf zum Beispiel so Sachen wie aus der Drogerie. Das heißt, ihr kommt nochmal etwas günstiger an die eh schon sehr günstigen Preise aus der Drogerie heran. Und ich habe mega Bock auf dieses Full Face, auch wenn ich so aussehe, als hätte ich mega Bock schlafen zu gehen. Habe ich übrigens auch, aber wir machen das jetzt. Und ein paar Produkte gibt es leider nicht bei Pirsch. Die habe ich halt in der Drogerie nochmal nachgekauft. Wie zum Beispiel die Sachen aus der Clean ID-Reihe. Da kommen wir gleich zu. Aber wir haben alles Mögliche. Wir haben Sachen, die komplett neu im Sortiment sind, aus dem Sortiments-Update. Wir haben Sachen, die schon länger da sind. Wir haben Sachen, die ich schon ewig ausprobieren wollte, aber nie dazu gekommen sind. Sachen, die ich euch schon mal empfohlen habe. Aber bevor das Intro wieder länger wird, let's go mit dem Video. Wie wir von Niki Tutorials wissen, not to prime is a crime, so rum. Mein Sprachzentrum ist noch nicht wach auf jeden Fall. Und ich muss sagen, ich brauche ja zwei Primer immer. Also brauchen, ich nutze gerne zwei Primer. Das eine ist, dass ich gerne einen feuchtigkeitsspendenden Primer benutze und das andere ist, dass ich so einen Putty Primer oder halt so einen Blurstick oder sowas gerne benutze. Ich muss sagen, dass die feuchtigkeitsspendenden Primer aus der Drogerie mir nie genügend Feuchtigkeit gegeben haben, deswegen habe ich davon keinen, aber ich habe einen Putty Primer von Catrice, der neu ist. Wir wollen aber trotzdem erstmal noch ein bisschen Feuchtigkeit in dieses Gesicht geben, because it's necessary. Und ich benutze einfach von Dominique Cosmetics aus der Complexion Collection Reihe das Spray. Ich glaube, das ist aktuell ausverkauft. Oder war es der Primer? Ich bin mir nicht sicher. Auch das gibt es bei Pirsch zu kaufen. Und ich mag das Spray einfach sehr gerne, wenn man zum Beispiel vom Abend davor oder vom Morgen noch die Skincare nochmal auffrischen will, um zum Beispiel so eine befeuchtete Base zu geben. Dafür ist dieses Spray einfach perfekt. Als Setting Spray finde ich es ein bisschen zu schwach, meiner Meinung nach. Da mag ich das Urban Decay All Nighter lieber. Dann gibt es den Grip and Last Putty Primer. Da haben sie sich ein bisschen was Fancyes ausgedacht. Ich meine, Putty Primer kennen wir ja schon von Elf Cosmetics. Das war doch Elf, oder? Putty Primer? Ja. Und zwar gibt es da so einen kleinen Spatel, mit dem man reingehen kann, damit man halt nicht mit dem Finger reingehen muss sozusagen. Dann ist da noch so ein Plastikteil oben drauf. Und dann haben wir hier diese Putty-Konsistenz. Und jetzt hole ich euch erstmal ein Stückchen näher ran. Sorry, guys. Übrigens nicht wundern, dass die Beleuchtung irgendwie so merkwürdig ist. Durch meine Fenster scheint die Sonne gerade noch so krass rein, dass es hier total überbelichtet wäre. Deswegen sieht der Hintergrund aber dunkler aus. Jetzt muss ich da irgendwie zumachen. It's all very complicated today. Gehen wir also einmal rein mit diesem kleinen Spatel. Der hat auch so eine kleine Wölbung sozusagen, damit man das so aufnehmen kann. Und das dient einfach ein bisschen der Hygiene. Ich glaube, das hier ist schon viel zu viel. Ich nehme das mal auf den Finger. Die Konsistenz ist tatsächlich sehr interessant. So eine Konsistenz, die mit der Fingerwärme etwas weicher wird, beziehungsweise so geschmeidiger wird. Fühlt sich sehr silikonig an. Und ich habe jetzt erstmal nur diese Seite gemacht und schaue mal eben kurz in den Spiegel, was der dazu sagt. Ja, also auf jeden Fall definitiv geblurrt, die Poren. Ich glaube, man kann es auch ganz gut erkennen. Hier sieht man die Poren noch sehr gut. Hier ist das Hautbild auf jeden Fall geebnet. Ich habe auch das Gefühl, das trocknet so ein kleines bisschen runter. Und ich hoffe einfach mal, dass das ein guter Putty Primer aus der Drogerie ist. Denn das Problem ist einfach, dass sich ganz oft, wenn die so silikonig sind, sich so kleine Röllchen abrollen, wenn man nachher versucht, die Foundation einzublenden. Das hatte ich ja bei dem Be Perfect Cosmetics Primer auch, der auch so blurren sollte. Also das erste Ergebnis, finde ich, ist auf jeden Fall ganz gut. Es hat auch so ein bisschen diesen Glanz noch weggenommen. Das ist aber bei Putty Primern ganz normal. Als nächstes vor der Foundation möchte ich mit diesem Youth Lip Serum reingehen. Da sind 3% veganes Kollagen mit drin. Und Kollagen wirkt ja auch so ein bisschen plumping. Und Hyaluronsäure ist auch mit drin. Ich bin mal gespannt, wie die sich macht als Pflege. Trage ja gerne so eine Pflege auf, während ich mich schminke. Einfach damit die Lippen später gut vorbereitet sind. Zum Beispiel für Lippenstift oder auch Lipgloss oder sonstiges. Fühlt sich sehr angenehm auf den Lippen an. Auch so ein irgendwo zwischen flüssig, Labello und silikonig, aber nicht unangenehm. Schmeckt jetzt auch noch nichts, so wie ich das jetzt gerade schmecke sozusagen. Und dann schauen wir nachher mal, was das kann. Als nächstes gehen wir rein mit der Foundation. Und da gehen wir zu einer Foundation, nicht der ganz neuen, denn die neueste ist eine Matt-Version. And girl, I ain't wearing no matte foundation. I love the glow. Und ich liebe die Clean ID Foundation. Ich habe die euch schon ein paar Mal gezeigt. Ich habe die auch
lange getestet. Ich finde, das ist eine der besten Foundations, die es in der Drogerie gibt aktuell. Sie ist glowy, sie hat ein Medium bis Full Coverage Deckkraft. Sie ist günstig, sie hat keine Silikone, kein Mikroplastik drin, keine Parabene, keine Duftstoffe, also ist auch allergikerinnenfreundlich. Finde ich persönlich sehr gut. Ich habe die Farbe 010 Neutral Sand und das Einzige, was ich daran wirklich hardcore kritisieren kann und möchte, und das ist auch wichtig, das immer wieder zu sagen, das habe ich in der Review auch gemacht, die haben nur drei Shades. Drei Shades that are just beige. Dieses Produkt gibt es übrigens leider nicht bei Purish, also die Clean ID-Reihe gibt es aktuell, soweit ich weiß, nur exklusiv in der Drogerie. Und wie man sehen kann, diese hier ist fast alle. Deswegen habe ich sie mir einfach nochmal nachgekauft. Gleiche Farbe natürlich. Die hat auch eine relativ feste Konsistenz und wie gesagt, eine gute Deckkraft. Ich mache das jetzt mal eben im Schnelldurchlauf. Wer die Review dazu sehen möchte, ich lasse den Link unten. So sieht die Foundation ungesettet aus. Sie ist ein bisschen hell aktuell, weil ich wieder auf dem Solarium war. By the way, wear your SPF. Das ist keine Werbung und keine Recommendation, auf Solarium zu gehen. Ich mache es trotzdem zwischendurch gerne, aber nur mit Sonnenschutz 50 und auch nur einmal im Monat. Just saying, bevor wieder irgendwer durch die Kommentare schreit. Und ich mag sowohl das Finish sehr gerne. Es ist super luminous. Ich meine, man sieht mir heute wirklich an, wie unfassbar müde ich bin. But anyways, und wenn man noch ein bisschen mehr Coverage haben möchte, also ich lasse die immer so mit einer Schicht sozusagen, kann aber auch noch ein bisschen mehr aufbauen. Also es ist wirklich eine tolle Foundation. Wie gesagt, das Einzige, was echt gar nicht geht, ist die Shade Range. Dry Shades sind keine Shade Range, liebes Catrice Team, just saying. Als nächstes machen wir mit einem Cream Bronzer weiter und das ist der Serum Bronzer mit Kokosnusswasser Holiday Skin. Das war aus einer Holiday Collection, wenn ich das richtig im Kopf habe, aber ansonsten habe ich nicht gesehen, dass sie irgendwie Bronzing oder Contour Sticks haben, aber ich bin ja wirklich ein Cream Loving Girl, also ich bin ja einfach für Creme-Produkte total zu haben. Deswegen habe ich gesagt, sollen sie mir das hier mal schicken und dann schauen wir mal, ob das gut funktioniert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das richtig auftragen. Oha, oha. Oha, okay. Die Farbe. Oha, schwierig. Okay, wir sehen gleich einfach, ob es funktioniert oder nicht. Ich trage es jetzt erstmal mit dem Finger auf und erstmal auch nur ein bisschen. Oh je, yeah. Okay. Oh, lässt sich aber super einblenden. Lässt sich sogar so super einblenden, dass fast nichts mehr da ist. Aber das ist ja ganz gut. Gerade bei Cremeprodukten ist es ja gut, wenn man sie aufbauen kann. Wenn die zu pigmentiert sind, kriegt man es halt nachher nicht mehr runter. Und man riecht auch die Kokosnuss da stark raus. Also der wird auf jeden Fall parfümiert sein. Ich weiß nicht, ob es jetzt vom Kokosnusswasser selber kommt, aber der ist, glaube ich, nicht Allergiker geeignet. Es gibt auch viele Leute, die keinen Kokosnuss abkönnen. Okay, also man muss sagen, man sieht ihn, aber ich habe jetzt auch schon relativ viel Produkt gebraucht, um das hier sozusagen aufzubauen. Wie gesagt, für AnfängerInnen zum Beispiel dementsprechend besser geeignet. Ich mache jetzt einmal das komplette Gesicht fertig. Also so sieht es einmal ohne aus, so sieht es einmal mit aus. Und so, ich habe es jetzt auf beiden Seiten einmal aufgetragen. Ich persönlich muss sagen, ich glaube, ich bin kein Fan davon. Die Consistency ist so, dass sie mir ein bisschen auch die Foundation abhebt. Nicht doll, aber so ein kleines bisschen. Sie hält auch nicht so gut auf einer Luminous Foundation. Vielleicht geht das mit einer Matte Foundation besser, weil die ja selber so luminous ist. Und ja, dann hält das halt nicht so gut aufeinander. Farbe ist so, und ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich echt im Vergleich zum Beispiel zu dem Milk Bronzing Stick viel Produkt verbraucht. Also ja, I'm not a big fan. Als nächstes kommen wir zu Concealern und wow, ich habe so viele Concealer. Ganz neu ist die Ultimate Camouflage Cream. Und da zeige ich euch gleich einmal. Eine habe ich geschickt bekommen. Die habe ich mir ausgesucht. Das war die Light Beige. Und ich dachte, naja, Light Beige würde für meinen Hautton ja passen. Und das ist die Farbe. Also, sorry, aber der ist so dunkel. Das wird bei mir kein Concealer sein. Also, wenn ich den jetzt mal, sag mal, einfach hier drunter tippe, das ist ungefähr die gleiche Farbe wie die Foundation, wenn nicht sogar noch etwas dunkler. Ich wollte es trotzdem gerne ausprobieren. Deswegen arbeite ich das jetzt einmal eben ein. Es ist eine sehr dicke Consistency, also auch eine hohe Coverage auf jeden Fall. Ich glaube, das ist so ein Produkt, das man am besten entweder mit den Fingern einarbeitet oder zum Beispiel auch mit einem Pinsel. Finger haben halt den Vorteil, ihr seht auch, das deckt halt gut ab. Finger haben natürlich auch immer den Vorteil, dass durch die Körperwärme die Textur noch ein bisschen flüssiger quasi wird oder geschmeidiger. Ich habe mir dann selber nochmal den 015 in Warm Fair gekauft und ich muss sagen, auch der ist ziemlich dunkel. Ich zeige es euch hier mal. Also das sieht auch aus wie meine Foundation-Farbe, aber halt einfach ein bisschen in gelber. Ich trage es jetzt einfach auf, um euch das Produkt einmal zeigen zu können. Für mich persönlich sind solche Pöttchen eigentlich nicht unbedingt was, aber wenn ihr den gerne kaufen möchtet, bitte holt ihn in einer viel helleren Shade, als ihr denken würdet, weil ich habe jetzt hier 015 Warm Fair und ihr seht keinen Unterschied zu meiner Foundation.
glaube, es ist sogar ein bisschen dunkler. Abdecken tut es aber super, also lässt sich toll einarbeiten. Deswegen nehmen wir jetzt auf der anderen Seite noch einen anderen Concealer. Und zwar den True Skin Concealer in der Farbe 002 Neutral Ivory. Auch der ist so einer, der leider oxidiert und deutlich dunkler wird. Deswegen habe ich jetzt, ich glaube, das ist sogar die hellste Farbe genommen, weil ich hatte den vorher auch in 010 und der war einfach zu dunkel für mich. Den tragen wir mal hier eben auf. Ja, das sieht schon besser aus. Und ich werde einmal hier oben auch noch eben auftragen und überall anders, wo ich Concealer auch immer auftrage. Und hier gehen wir auch gleich einfach nochmal rüber, damit das angeglichen ist. Zur True Skin Foundation habe ich ja auch einen 3-Tage-Wear-Test gemacht. Auch dazu lasse ich euch super gerne den Link unten. Ich finde, dass die nach wie vor eine der besten Foundations in der Drogerie ist. Aber da es jetzt More Luminous Alternativen gibt, wie jetzt zum Beispiel die Clean ID-Reihe, muss ich sagen, dass ich zu der echt eigentlich gar nicht mehr greife. Außer wenn eine Foundation wie zum Beispiel die Glowish von Huda Beauty mir zu luminous ist, dann mische ich die True Skin ab und zu noch mit rein. Weil die Haltbarkeit und die Coverage von der Foundation ist wirklich phänomenal. Concealer lässt sich super einarbeiten, hat eine sehr hohe Deckkraft. Das gefällt mir sehr gut. Also so wie er halt auch claimt, ist die Deckkraft. Und obwohl ich jetzt hier so viel Concealer habe, hat die sich trotzdem noch gut verblenden lassen. Das ist auf jeden Fall nice. Ach ja, trotz des Putty Primers muss man sagen, dass die Foundation sich nicht irgendwie abgehoben hat. Da waren keine Röllchen oder sonstiges. Von daher wirklich ein sehr guter Putty Primer aus der Drogerie. Und wenn ich jetzt mal so schaue, sind die Poren auf jeden Fall geblurrt. Also man sieht definitiv, dass die Poren hier optisch verkleinert worden sind. Ich muss sagen, dass die Base mir bis jetzt sehr gut gefällt. Ich habe leider keine Cream Contour gefunden und auch keinen Cream Blush. Deswegen benutze ich einfach von LA Girl die Contour Cream in Natural, um zu konturieren. Die mag ich sehr gerne, wie man sieht. I hit the pan already. Auch die gibt es bei Purish. Und dann von Milk Makeup einfach noch den Work. Und dann bin ich gleich wieder da, damit wir zusammen einmal alles setten können. Much later. So, da bin ich wieder. Ich habe mir auch Cream Highlighter aufgetragen, denn ich habe tatsächlich, glaube ich, gar keinen Catrice Highlighter hier irgendwo. Ich habe doch eigentlich einen gehabt. Ich weiß aber nicht mehr, wo der ist. Jedenfalls gehe ich jetzt mit dem True Skin Mineral Loose Powder rein und das soll auch transparent sein. Also es hat so eine leichte Färbung. Finde ich es aber in Ordnung. Also ich denke, das wird trotzdem gut funktionieren. Was ich ganz cool finde, ist, dass es hier sozusagen einmal so einen Sifter hat. Da kommt auf jeden Fall auch aus dem Sifter sehr viel raus und ich benutze jetzt einmal diesen riesigen Brush, der unfassbar weich ist. Das ist auch aus der Bronze Way to Maui, glaube ich, Collection. Der ist eigentlich ein Körperbrush, also eigentlich soll man da so einen riesigen Bronzer für benutzen, aber ich benutze es jetzt zum Setten, weil ich liebe solche Brushes einfach genau dafür. Der Brush ist einfach größer als das Setting-Puder selbst. Oh, der trägt das Puder aber richtig, richtig toll auf. Und guckt euch mal den Effekt an. Also hier ist jetzt so gesettet, hier ist noch so Luminous AF. So, einfach nur, damit ihr mal den krassen Unterschied sehen könnt. Nicht gesettet. Also wirklich krass. Ich werde es gleich hoffentlich mit dem Setting Spray noch ein bisschen wiederholen, weil ich mag es ja eigentlich gar nicht so matt. Aber der Pinsel ist echt toll. Also es fühlt sich richtig, richtig weich an. Und es sind ja synthetische Haare, das ist ja auch nicht so selbstverständlich. Für unter den Augen nehme ich aber noch einmal den kleineren Pinsel. Und ich muss sagen, ja, es hat hier ein kleines bisschen gecreased auf der True Skin Seite, auf der Seite ein bisschen weniger. Aber das ist auch normal. Also ohne Creasen geht es quasi nur, wenn man halt keine Falten unter den Augen hat. Ich klopfe das dann immer noch mal ein bisschen so ein quasi. Finde aber auf beiden Seiten, dass das Ergebnis echt sehr gut ist. Also hat die Augenschatten echt gut abgedeckt. Finde ich beide sehr gut. Muss man sich halt einfach selber entscheiden, ob man lieber diese cremige Textur aus dem Pöttchen haben will oder diese etwas flüssigere von dem True Skin. Haben beide auf jeden Fall auch eine hohe Coverage. Das ist ziemlich cool. So, also der Glow ist jetzt, glaube ich, endgültig verschwunden. Also für die unter euch, die aus der Drogerie noch ein gutes Setting-Puder haben wollen, das hat ein super ebenmäßiges Bild auf jeden Fall gemacht und ja, hat sich an keiner Stelle festgekrallt. Auch nicht dort, wo zum Beispiel durch den Creme-Highlighter ja eine sehr sticky Base ist. Und ja, sieht einfach sehr schön aus. Gefällt mir gut. Aber ich möchte meine Luminosity natürlich wieder haben. Deswegen benutzen wir gleich ein Luminous Setting Spray. Vorher nehmen wir allerdings noch ein Luminous Bronzer. Ich hatte ja schon euch den Catrice Cosmetics Sunglow Matte Bronzing Powder gezeigt und habe den für Medium Skin benutzt. Hat sich auf jeden Fall sehr schön aufgetragen lassen. Also das hatte eine sehr gute Performance, muss ich sagen. Und ich finde auch, dass der ist nicht so super warm. Also wenn man da im Vergleich zum Beispiel den Cream Bronzer nochmal nebenhalten würde, der ist halt super orange. Ich möchte heute allerdings noch einen anderen Bronzer ausprobieren, und zwar den
Holiday Skin Luminous Bronzer. Da soll Macadamiaöl mit drin sein. Und ich habe den in 010 Summer in the City. Normalerweise liebe ich ja Luminosity total. Übrigens, wie schön ist das Embossing in dem Pan? Sieht man leider gar nicht so gut. Aber mein Bronzer soll meiner Meinung nach eigentlich immer matt sein. Aber heute brauchen wir das wegen dem matten Setting-Puder auf jeden Fall nochmal. Ich gehe mal mit dem Brush rein. Also zeigt sich auf jeden Fall ganz gut. Und ich mag auch hier, dass der so einen leicht aschigen Ton hat. Ich bin mal gespannt. Oh wow, okay. Auch der lässt sich super, super schön verteilen. Genauso wie der andere. Also hier einmal mit, hier einmal ohne. Ich denke, da kann man schon nochmal einen guten Unterschied erkennen. Ist auf jeden Fall eine schöne Farbe. Gerade für helle heute, denke ich, wird der auf jeden Fall sehr, sehr gut sein. Ich weiß nicht, ob der parfümiert ist oder ob das an dem Macadamia Oil liegt, was damit drin ist. Aber der riecht auf jeden Fall nach was. Nicht unangenehm, nur ganz leicht. Aber ist mir gerade aufgefallen. Macht auf jeden Fall ein schönes Ergebnis, finde ich. Hat sich gut verteilen lassen. Oh, hier müssen wir noch mal ein bisschen blenden. Das ist aber User Error. Ja, hat sich auf jeden Fall schön einblenden lassen. Und ich muss sagen, dass der jetzt auch gar nicht... Also da steht zwar Luminous drauf, aber ich finde, der hat so einen ganz leichten Sheen, aber halt super unaufdringlich. Einfach so, dass das Licht so ein bisschen mit Reflexen spielt. Das ist doch sehr schön. Dann nehmen wir den Cheek Lover Oil Infused Blush. Denn das ist einfach mein Liebling von Catrice Cosmetics in Blumen Hibiscus. Das ist eher so ein Blush-Lighter. Und den nehme ich genau deswegen, weil ich eben mein Highlighter nicht mehr wiedergefunden habe und jetzt nicht noch einen extra kaufen wollte, weil ich habe hier irgendwo einen rumfliegen. Und die Highlighter sind Blinding AF, kann ich euch dazu sagen. Also die Highlighter sind sehr, sehr schön. Und da gehe ich mit meinem Brush rein. Der gibt halt auch echt viel ab. Und ihr könnt gleich sehen, ich habe hier gleich nicht nur einen wunderschönen Blushing-Effekt, sondern der schimmert halt auch so, dass man eigentlich keinen zusätzlichen Highlighter braucht. Ich habe da drunter ja auch noch den Cream-Highlighter extra von Dominique Cosmetics, den Sin Gloss in Golden Dew. Und ja, so ein schönes Ergebnis. Ich liebe den. Der ist so, so toll und ist halt, der ist so günstig. Ich glaube 6,90 Euro und das ist so ein Riesending, das wird man im Leben nicht aufbrauchen können. Absolute Empfehlung meinerseits. So, kommen wir zum Setting Spray und da habe ich auch zwei. Und zwar einmal von Catrice aus dem Sortiments-Update das Fix and Protect Spray. Das hat auch ein SPF von 20, ein Blue Light Defense und soll Hydrating sein. Invisible Texture. Naja gut, das sollte ein Setting Spray sowieso haben, oder? Ist in so einer kleinen Flasche und bei mir ist das ein bisschen ausgelaufen in mein Paket, in dem das drin war. Also das ist jetzt gerade nicht ganz voll. Ich bin mal gespannt, wie der Sprühkopf ist. Und darüber machen wir dann, falls das hier nicht Hydrating oder Glowy genug ist, noch das Prime and Fine Dewy Glow Fixing Spray in der großen Packung. Das liebe ich und das ist sehr, sehr gut. Okay, wow. Okay, nein. Okay, also erstens, seht ihr das? Es ist, während ich es gesprüht habe, weiter ausgelaufen. Oh Gott, nach was riecht das? Oh, riecht das aufdringlich. Oh Gott, nein. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Okay, people, also, ich muss mal eben schauen, aber das ist so stark parfümiert. Es ist auch vegan, mikroplastikfrei, keine Parabene und kein Mineralöl und außerdem glutenfrei, aber no. Also der Sprühkopf ist toll, aber oh nein, mein Gesicht riecht jetzt danach. Oh nein, oh, ich kann das immer noch riechen, obwohl es schon trocken ist. Oh no, okay. Es hat auf jeden Fall ein bisschen Glow zurückgegeben, das reicht mir aber nicht, deswegen machen wir das Prime and Fine noch drüber, also please don't buy this. Es sei denn, ihr steht auf Setting Spray, das super stark parfümiert ist, which I wouldn't know why. Das Prime and Fine Glow ist auf jeden Fall richtig, richtig, richtig glowy. Wenn euch das zu glowy ist, holt euch das ganz normale Prime and Fine, das in der lilanen Verpackung ist. Ich weiß gar nicht, ob sie das auch in der großen Größe haben. Moment, ich schau mal eben. Ich glaube nicht, ich glaube nur das hier in der großen. Das Prime and Fine ist aber auf jeden Fall eines der besten Setting Sprays aus der Drogerie und eher das als das andere. Oh, ich rieche das immer noch. Und ich muss mal eben meine Hände waschen gehen, das ölt überall rum. Please hold the line, I'll be right back. So, da bin ich wieder. Ich habe jetzt nochmal nach dem Catrice Highlighter gesucht, habe ihn aber nicht gefunden. Aber noch einen anderen Blush, den ich auch sehr gerne mag von Catrice, nämlich der, ich kann heute nicht reden, ey. Die Blushbox Glowing and Multicolor und da sind so verschiedene Farben mit drin. Das heißt, wenn man ein bisschen helleren Blush möchte, es ist ein bisschen schwierig, dann muss man halt mit einem kleineren Brush reingehen. Aber der ist auch wunderschön. Das ist die Farbe Dolce Vita 010 und den mag ich auch auf jeden Fall sehr gerne. Wenn euch das mit dem Oil Infused Cheek Loving Blush, ist das auf jeden Fall sehr, sehr luminous, wenn euch das too much ist. Der hat auch so einen leichten Sheen, aber wirklich weniger als das hier. Ich habe mir jetzt behind the scenes quasi nochmal dieses Serum aufgetragen und muss sagen, meine Lippen fühlen sich wirklich sehr gut gepflegt an, also sehr angenehm. Und ich habe tatsächlich den Brow Divine von Nabla benutzt. Ich mag den Slimatic Brow Pencil von Catrice sehr gerne, aber zwei Sachen. Erstens, ich bin mit den Farben auf jeden Fall nicht ganz zufrieden, denn das Braun, das ich gerne mag, sind ja diese super aschigen Töne, also dieses, was fast wie so eine Augenbrauen-Konturfarbe könnte man
Ansagen durchgeht. Und ich muss sagen, dass da wahnsinnig wenig Produkt drin ist. Der kostet nur 3 Euro, das muss man dazu sagen. Aber ich glaube, es sind nur 0,02 Gramm oder irgendwie so drin. Also wirklich unfassbar wenig. Ich habe den gerne benutzt in der Zeit, bevor ich den Nabla Brow Divine gefunden habe. Aber mittlerweile sage ich, ich benutze ihn nicht mehr. Ich habe den alten aufgebraucht. Ich habe jetzt auch keinen hier. Aber nur, dass ihr es wisst. Also ihr könnt ihn natürlich swatchen gehen. Es ist ein guter Augenbrauenstift. Aber ich finde, vom Preis-Leistungs-Verhältnis ist das ein bisschen schwierig, weil da so wenig drin ist. Auch wenn es Drogeriepreise sind. Als nächstes gehen wir mit einem Augenbrauengel rein und ich habe euch das ja schon ein paar Mal gezeigt und zwar von Essence, die Lash & Brow Gel Mascara, mag ich ja auch sehr gerne. Und was ähnliches hat Catrice jetzt auch rausgebracht und zwar den Hydro Brow Fixing Gel. Auch das ist vegan, ohne Silikone, Mikroplastik und was ist noch? Polyethylen, kein Mineralöl mit drin, das finde ich sehr gut und 90% Confirmed Strong Hold. Naja, schauen wir mal. Das Bürstchen ist sehr, sehr klein, sehr fein, das gefällt mir persönlich sehr gut, also dieses Bürstchen von der Essence Brow Mascara ist deutlich, deutlich größer. Also ist so groß wie so ein Mascara-Bürstchen halt. Und ich mag diese kleinen eigentlich lieber. Bin mal gespannt, was das kann. Das Bürstchen ist auf jeden Fall top, muss ich ehrlich sagen. Es fühlt sich auch deutlich nicht so nass an wie das von Essence, weil das hier eine etwas geligere Konsistenz noch hat. Wo ist denn mein Spiegel schon wieder hin, ey? Irgendwo da, wo mein Gehirn wahrscheinlich auch liegt, ey. Ich bin schon wieder so lost heute. Also kämmt auf jeden Fall die Augenbrauen sehr, sehr gut durch. Hier könnt ihr einmal sehen, hier habe ich sie so hochgekämmt, die Härchen. Wie gut es hält, werden wir jetzt gleich im Verlauf des Videos noch sehen. Ich rieche übrigens immer noch mein Gesicht. Also dieses Fix and Protect Spray ist wirklich krass parfümiert, meiner Meinung nach. Ich meine, ich habe auch eine sehr empfindliche Nase, aber... So, dann lassen wir die Augenbrauen mal einmal trocknen. Etwas, das ich mir jetzt auch tatsächlich nicht bestellt habe, waren irgendwelche Paletten von Catrice. Und ich weiß, es werden jetzt wieder Leute schreien, oh mein Gott, es ist gar kein Parfum. Völlig fine with me, denn ganz ehrlich, im Sinne der Nachhaltigkeit bzw. des gegen den Kapitalismus und des Consumerisms, ich weiß, dass die Catrice Lidschatten definitiv absolut stabil sind. Preis-Leistungs-Verhältnis ist toll. Ich habe aber, weil ich eben so viel ausprobiere für meinen Kanal, so viele Lidschattenpaletten hier. Jetzt habe ich hier auch noch von Luna Beauty die eine Lidschattenpalette. Ich habe die neue Carnival 4 von Be Perfect und so weiter hier. Und das sind alles Paletten, die ich noch weiter benutzen möchte. Und ich wollte mir jetzt nicht auf Teufel komm raus, einfach nur eine Palette bestellen oder kaufen oder wie auch immer. Nur damit ich sagen kann, jo, das ist, die Qualität ist gut, weil ich kann euch eh sagen, die Qualität ist wirklich gut. Also wenn ihr gerade Anfänger, Anfängerinnen seid, dann holt euch gerne so eine Lidschattenpalette von Essence oder Catrice oder Rival de Loup bzw. Rival Loves Me. Die sind stabil, Preis-Leistungs-Verhältnis super, nur ich sehe es nicht ein, das noch zu zeigen. Deswegen, sorry Leute. Ich habe auf jeden Fall auch noch eine Mascara und das ist leider keine Waterproof-Version, denn die war gerade ausverkauft, als ich gesagt hatte, dass ich die auch gerne ausprobieren würde, ist die Lash Changer Volume Mascara. Und wir machen das heute einfach so. Ich werde jetzt einen sehr, sehr einfachen Look schminken mit den Produkten, die ich hier habe. Also ich werde einfach in der Crease so ein bisschen den Bronzer auftragen, weil man braucht nicht immer eine Lidschattenpalette, um zum Beispiel Lidschatten machen zu können. Ich werde vorher noch die P. Louise Base auftragen. Ich muss sagen, dass ich die Eyeshadow Base, die es in der Drogerie gibt, nicht gut finde. Da bin ich einfach auch gerne bereit, lieber das Doppelte auszugeben, anstatt dann halt 5 Euro halt die 12 Euro für die P. Louise Base. Ich mache es jetzt mal so, dass ich hier in diese Blushbox, die ich gerade euch gezeigt habe, einmal reingehe in die helle Farbe und das jetzt als Augenbrauen-Highlight sozusagen benutze. Ihr könnt natürlich auch euer Setting-Puder dafür benutzen, das werde ich jetzt auch nochmal eben probieren. Wenn ihr also zum Beispiel unterwegs seid, nicht noch große Lidschattenpaletten oder sowas mitschleppen wollt und eh nur easy zugängliche Looks machen wollt, dann nehmt einfach euer Setting-Puder und zum Beispiel euren Bronzer oder eben auch euren Blush, um halt da noch Farbe mit reinzugeben. Et voilà, ganz einfaches Augenbrauen-Highlight. Love that. Als nächstes gehe ich in diesen Bronzer, also den Sunglow Matte Bronzer, weil der doch noch etwas dunkler ist, als er hier drin aussieht und gehe damit in die Crease. Was daran auch schön ist, ist, dass es dann sehr einheitlich im Gesicht wirkt, also weil man ja die gleichen Farben benutzt, die man sowieso schon im Gesicht benutzt hat. Und da könnt ihr auch schon sehen, so kann ich die Crease quasi ein bisschen verdunkeln. Dadurch, dass ihr euch ein mattes Eyebrow Highlight gesetzt habt, lässt sich das auch super schön nach oben verblenden. Und Bronzer sind zwar auch super pigmentiert, aber sind ja auch zum Beispiel dafür da, dass man sie gut aufbauen kann, beziehungsweise dass man sie halt gut ausblenden kann. Deswegen eignen die sich halt auch als Ersatzlidschatten ganz gut. Und so habe ich jetzt tatsächlich meine Augen ein kleines bisschen betont, ein kleines bisschen geformt, ohne dass ich extra noch einen Lidschatten dafür brauchte. Und in diesem Easy Two-Step-Tutorial ist es dann auch einfach so, du nimmst deinen Highlighter, den ich jetzt leider nicht habe, aber ich benutze jetzt einfach einen anderen Highlighter. In dem Fall von Nabla, den Ozone aus der
der Skin Glazing Collection. Wie man sieht, der ist auch schon, it was very much loved on. Gehe mit dem Finger rein, weil ich dann auch nicht so super sauber oder sowas arbeite. Das ist halt auch ein richtiger Alltagslook, finde ich. Gehe damit über das ganze Lid und betone dadurch sozusagen nochmal eben, dass die Crease etwas dunkler ist und das Augenlid etwas heller. Dadurch wirken die Augen meistens auch noch ein kleines bisschen größer. Dann gehe ich noch mit einem Pencil Brush ebenfalls in den Highlighter, setze den hier nochmal nach innen sozusagen und den werde ich gleich auch noch ansprühen, weil dann hat man das Inner Corner Highlight, das noch ein bisschen mehr Beaming und Glowing ist. Das mag ich ja sehr gerne, weil auch das Auge öffnet. Und in 0, nichts hat man eben diesen Augenlook sozusagen fertig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist Mascara. Zusätzlich zum Augenöffnen, gerade bei kleinen Augen, kann man auch immer noch so einen Kajal benutzen. Ich habe hier den 20 Hour Ultra Precision Gel Eye Pencil in Waterproof. Das ist eine ganz helle Farbe und zwar Powder White. Den gebe ich mir jetzt noch in meine Wasserlinie. Und dann könnt ihr gleich sehen, was für einen Unterschied das einfach auch macht. Also selbst wenn ich jetzt noch keine Lashes irgendwie getuscht habe oder draufgeklebt habe. Also einmal hier und einmal hier. Das Auge hier sieht auf jeden Fall geschlossener aus. Hat eine super cremige Konsistenz. Augen tränen auch nicht davon und ist super, super deckend. Also falls ihr noch so einen gesucht habt, neben dem von Nabla, ist das wirklich gerade echt wow. Der ist echt super. Dann kommen wir jetzt noch zur Mascara und dann sind wir auch gleich endlich durch. Wie gesagt, ist die Lash Changer Mascara. Ich mag das Bürstchen, das sieht so aus wie das von der Hourglass Mascara. Und das ist ein Bürstchen, das für mich sehr gut funktioniert. Ich bin allerdings noch sehr gespannt darauf, ob das hier auch smudge-proof ist, weil bei mir smudgt alles, außer Hourglass und Grande Cosmetics. Bürstchen greift auf jeden Fall die Haare sehr, 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 sehr schön. Aber ihr könnt direkt sehen, könnt ihr das sehen, wie viel dazwischendurch abgebrochen sind. Ganz schlimm gerade. So sehen meine Wimpern jetzt nach der ersten Runde aus. Und ich muss auf jeden Fall sagen, gefällt mir echt gut. Also bis auf, dass die Wimpern scheiße aussehen, aber die Mascara gefällt mir echt gut. Hat wirklich alle Wimpern sehr gut separiert, auch verlängert, einen schönen Coat drüber gelegt. Ich mache dann immer noch eine zweite Schicht, weil mir das sonst ein bisschen zu wenig ist. Die Wimpern sind bis jetzt auch nicht runtergegangen. Das heißt, die Mascara ist nicht so eine sehr nasse Textur. Das gefällt mir persönlich sowieso am besten, weil umso nasser die Textur der Mascara, umso eher geht der Schwung wieder raus und das wollen wir ja nicht. Also meine Wimpern schreien auf jeden Fall danach, dass ich gleich noch False Lashes aufklebe, weil das ist echt, also das ist sehr belastend alles. Aber die Mascara an sich finde ich mega, mega gut. Ich werde euch nachher noch ein Update machen, was ich im Fazit sozusagen einfach nur mit einblenden werde. Kann ich jetzt noch nicht kommentieren quasi, weil ich ja nicht weiß, wie das nachher aussieht, aber ob es halt gesmudged hat oder nicht. Und damit wären wir auch schon fertig mit dem Full Face auf Catrice Cosmetics. Was heißt auch schon, ist schon wieder 1,5 Stunden, habe ich dafür gebraucht, aber okay. Fazit zu dem Ganzen. Wie immer kann ich einfach nur sagen, ich bin so positiv beeindruckt davon, wie krass die Drogerie nach vorne geprescht ist. Also die haben wirklich so viel mehr Qualität, ein absolut hohes Level. Ich muss sagen, dass mir die Base unglaublich gut gefällt. Und jetzt komme ich noch einmal zu einem kurzen Fazit zu allen Produkten. Also, was hat mir gefallen, was hat mir nicht gefallen? Was mir definitiv nicht gefallen hat, wow, nein, absolut nein. Der Geruch, also Sprühkopf ist toll, der Geruch, nein, es ist ausgelaufen. Ich weiß nicht, ob das nur an dieser Flasche lag oder falls ihr das auch habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare, vielleicht liegt es auch daran. Ich mochte den True Skin Concealer auf jeden Fall sehr gerne, den werde ich weiter benutzen. Ich muss sagen, dass die Augenbrauen zum Beispiel mit dem Augenbrauengel auch definitiv sich anfühlen, als wären sie gut gesettet. Die Härchen bleiben oben, das ist natürlich mega nice. Ich so random hier, guck mir alles so an. Der Putty Primer ist auch richtig, richtig gut und ich finde tatsächlich auch besser als der Putty Primer von e.l.f. Cosmetics. Also der hat wirklich die Poren sehr viel mehr verfeinert. Also das Hautbild sieht deutlich ebener aus. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und auch die Foundation hat sich ohne Probleme drauf verteilen lassen. Oh, sprechen ist heute richtig schwierig. Apropos Foundation, von mir immer noch ein absolutes Go, bis auf die Shade Range, die katastrophal ist. Aber sonst Luminosity, Deckkraft, Langlebigkeit, alles in dieser Foundation mit drin. Und ich glaube, die kostet 7 Euro. Es ist einfach crazy. Setting Spray muss ich sagen, wie gesagt, das eine finde ich richtig trashig, aber das Prime and Fine, das normale, als auch das Dewy and Glow, finde ich sehr, sehr gut. Alle Produkte, die ich hier übrigens benutzt habe, die es auch bei Purish gibt, werde ich euch unten natürlich auch in der Infobox verlinken. Wie gesagt, dort könnt ihr meinen Code auch noch benutzen, wenn ihr das möchtet. Dann muss ich sagen, das Setting Powder ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also es ist für Leute mit öliger Haut, glaube ich, noch etwas besser geeignet, weil es wirklich krass mattierend ist. Also alles, was jetzt an Glow wieder da ist, ist wirklich von dem Setting Spray gekommen und nicht davon. Aber es settet wirklich
sehr gut. Es hinterlässt auch keinen Whitecast oder sonstiges. Also ein tolles Translucent Loose Powder, wenn ihr eins aus der Drogerie haben möchtet. Dieser Brush ist so geil. Also ich muss wirklich sagen, richtiger Fan davon. Ist natürlich eigentlich ein Body Brush für so einen Body Bronzer, aber ich benutze den jetzt halt einfach fürs Gesicht weiter. Er ist unglaublich weich, er ist unglaublich, also er nimmt super viel Produkt auf, gibt aber wirklich gleichmäßig ab und ja, liegt gut in der Hand und ist einfach super angenehm, damit sein Puder zu verteilen. Zu den beiden Bronzern, die ich benutzt habe. Der Luminous Bronzer ist gar nicht so luminous, wie ich dachte. Das heißt, die Farbe gefällt mir sehr gut. Das ist, wie gesagt, Summer in the City. Wenn ihr etwas dunklere Haut habt, dann nehmt ruhig den Sunglow Matte Bronzing Powder in der Farbe 030 Medium Bronze. Der ist etwas wärmer, muss man auch dazu sagen, aber auch noch ein Stück weit dunkler, zumindest auf der Haut. Sind aber beides schöne Bronzing-Produkte. Wer halt so einen Bronzer sucht, der ein bisschen ein Dupe ist zu dem Love X Hatice Schmidt Bronzer von vor 7000 Jahren, benutzt lieber den Luminous, weil der etwas kühler noch ist. Also der ist wie so ein Hybrid, finde ich, zwischen Contour und Bronzer. Der Cream Bronzer, ich finde, ich habe sehr, sehr viel Produkt verbraucht dafür, dass ich so ein semi-gutes Ergebnis hatte. Also es hat sich gut verteilen lassen, aber es ist auch ein bisschen die Foundation mit abgehoben worden, weil die halt Luminous war und der hier auch. Und ja, also von Milk Makeup, den Bronzing Stick, mag ich tausendmal lieber. Für AnfängerInnen zum Üben ist das vielleicht ganz gut. Also falls ihr in Cream Products noch nicht so erfahren seid, könnte das ganz gut sein, weil die Pigmentierung nicht so krass ist. Das heißt, damit kann man gut üben. Aber aufbauen lässt er sich wirklich nur, wenn man 2, 3, 4 Schichten macht. Und das ist mir persönlich ein bisschen zu viel Arbeit dafür, dass ich einfach nur ein bisschen gebronzter aussehen möchte. Deswegen, ganz ehrlich, muss nicht sein. Etwas, das allerdings total sein muss, ist auf jeden Fall der Cheek Lover Oil Infused Blush. Er ist so unglaublich gut. Oh mein Gott, ich liebe ihn. Er ist halt ein Blushleiter. Wie gesagt, wenn euch das zu krass ist, holt euch lieber den Glowing in a Box oder Glow in a Box, Blush in a Box, wie auch immer, von Catrice in Deutsche Vita. Der hat, wenn man ihn so zusammenswirlt auf dem Pinsel, ungefähr die gleiche Farbe. Wirklich, also sind beides tolle Blushes und je nachdem, ob ihr es lieber etwas weniger oder mehr luminous mögt, ist das vielleicht was für euch. Oh, fast vergessen, die Camouflage Cream. Ich war tatsächlich von der Konsistenz, als auch von dem Auftragegefühl, als auch wie es nicht gecreased hat und so weiter, total positiv überrascht. Für mich persönlich immer noch nicht der Favorit. Ich mag halt so Liquid Concealer viel lieber, aber wenn ich mal so einen Tag habe wie heute, werde ich den unter meinen normalen Concealer noch mit drunter machen, weil der deckt wirklich krass ab. Was natürlich auch an der Textur insgesamt liegt, weil wenn das so super cremig ist, dann bleiben die Pigmente natürlich auch viel, viel stärker verteilt auf eine Stelle. Also das auf jeden Fall auch ein gutes Go. Und last but not least, dieser Gel Eye Pencil. Ich bin gerade wirklich begeistert davon, wie der diesen Look noch ein bisschen weiter nach vorne gebracht hat. Als auch die Mascara. Also wirklich positiv überrascht. Ich hoffe, dass sie, ich mache hier das Update mal eben rein, nicht gesmudged hat. Abends mache ich euch einfach noch ein Update dazu. Ansonsten kann man sich die sicherlich auch nochmal in Waterproof holen, denn das hier ist, wie gesagt, keine Waterproof-Mascara, was ich normalerweise nie mache, aber die andere war eben, wie gesagt, ausverkauft. Hoffentlich ist sie jetzt wieder da. Insgesamt muss ich wirklich sagen, wenn man sich ausrechnet, dass dieses Full Face unter 100 Euro kostet, ist das einfach wirklich ein wahnsinnig schönes Ergebnis. Da freue ich mich sehr drüber. Das auf den Lippen, muss ich sagen. Es ist super toll eingezogen. Also es bleibt so ein leichter Film zurück, wie halt, als hätte man gerade frisch Lippenpflege einfach aufgetragen. Aber es fühlt sich nicht schwer auf den Lippen an. Es ist sehr angenehm. Und wie man sehen kann, meine Lippen sehen einfach, ja, super gepflegt aus. Also das ist auf jeden Fall sehr, sehr angenehm. Aus Ermangelung an Zeit habe ich euch tatsächlich vergessen zu zeigen, welche Lippenprodukte ich noch habe. Ich habe den Volumizing Lip Booster von Catrice noch in 2 Farben. Und zwar einmal in Everyone's Nude, den trage ich auch gleich noch auf, und in Coffee Shot. Und das sind wirklich angenehme Lip Booster. Die sind ein bisschen scharf, aber nicht super krass. Also nicht unangenehm, auch für Leute, die sehr empfindlich sind, was das angeht. Und ich würde mich selber als sehr empfindlich bezeichnen. Das Everyone's Nude ist halt wirklich wie meine Lippenfarbe, nur in besser. Auch die Liquid Lipsticks sind sehr gut, muss ich sagen. Wobei, ich bin da sehr verwöhnt. Also ich finde einfach, dass die nach einer Zeit ein bisschen trocken werden. Da kann man aber natürlich auch entgegenwirken, indem man einfach wirklich vorher die Pflege noch sehr intensiv aufbaut und oder die Lippen zum Beispiel peelt, also wenn man das zum Beispiel vorher drunter macht. Ich habe jetzt Everyone's Nude drauf und wie ihr seht, ist es wirklich ein wunderschöner Lip Booster. Also es fühlt sich jetzt so ein leichtes bisschen scharf an, so diese Kühle, die von Schärfe kommt, die kann ich euch auch empfehlen, wenn ihr die gerne tragen mögt. Die sind auch nicht pappig, sie schmecken nicht komisch im Rachen. Also es gibt ja auch welche, die ganz günstig gemacht werden, die dann so einen Plastikgeschmack im Rachen hinterlassen. Ja, ein leichter Boosting, Plumping-Effekt ist mit dran und die Farbe ist auf jeden Fall wunderschön. Ich hoffe auf jeden Fall, dass das Video euch gefallen hat. Falls ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ihr könnt mir auch gerne sagen, was ihr als nächstes sehen wollt, als Full-Face oder möchte gern Full-Face-Off sozusagen. Und welche Produkte ihr davon kennt, welche ihr vielleicht noch ausprobieren möchtet, welche euch gut gefallen, welche euch nicht gut gefallen. Da bin ich auf jeden Fall gespannt drauf und vielen Dank auf jeden Fall fürs Schauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Falls
Falls ja, lasst auch gerne dem Daumen ein Video nach oben oder dem Video einen Daumen nach oben, je nachdem, was ihr lieber mögt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.